Hallo YouTube, wir sind wieder am Start mit Tiny Tina's Wonderlands. Zygaxis, dem sollten wir geopfert werden, letzte Folge. Die von der krassesten Metalband der Welt. Dabei ist sie selbst draufgegangen. Und jetzt hat er eine Quest für uns. Schauen wir mal, was er hier Schönes für uns hat. Innere Dämonen, Prachthof Glitzerhof. Der Dämon ist jetzt Fleisch und wird los und du bist schuld daran. Also hilf ihm, einen neuen Wirt zu finden. Annehmen. Okay, so läuft's. Ich brauche einen neuen Körper. Mir zu helfen ist das Mindeste, was du tun kannst. Aha. Es lief ziemlich gut, bis sie versucht haben, mich zu töten. Ja. Ja, das passiert hier öfter. Zuerst müssen wir das schattengeborene Grimoire finden, damit du meinen wahren Namen aufsagen kannst. Komm nach Prachthof. Und der teleportiert sich mit einem dämonisch-magischen Puff davon. Warte, Ziggylein! Er ist schon weg. Wieso sagt er uns nicht einfach seinen wahren Namen? So machen Dämonen das nun mal nicht. Fred, ist doch so, oder? Dämonen machen das in der Tat nicht so. Siehst du? Sag ich doch, Dummchen. Ja, das stimmt. Ist sogar bei meiner Wiedergeburt als Schleim so, in dem Manga, was ich hier in mir habe, was man nicht sieht, weil ich Greenscreen habe. Aber geiler Anime und geiler Manga. Könnt ihr euch geben. Macht auf jeden Fall Fun. So, jetzt verkaufen wir erstmal unsere ganze Beute hier, die wir eingesammelt haben und nicht brauchen. Was ist das eigentlich für ein Schild? Ist das cool? Es scheint nicht schlecht zu sein. Sieht cool aus. Aber unser Schild ist Güldin und das behalten wir. Metalllaute der Mythen. Das ist ganz schön Metal. Metalllaute Nahkampfangriff erzeugen ein springendes Flammenschädelprojektil hinter deinem Ziel. Krass. Wüten, Nahkampfangriff erhöhen mit jedem Treffer deine kritische Trefferchance im Nahkampf um 6,6%. Der Bonus wird zurückgesetzt, sobald du einen kritischen Treffer erzielst. Ich glaube, den verkaufe ich nicht. Warte mal kurz. Das ist schon cool. Aber ich glaube, das ist cooler. Aber die Zauberabklingzeit geht da zurück. Wir behalten mal beide. So. Gut. Innere Dämonen, begib dich nach Prachthof. Okay, machen wir das. Dazu müssen wir... Hier hin? Hä? Really? Ne, wir müssen einfach nach Prachthof. Lass mich nach Prachthof reißen. So. Die Mission machen wir noch und dann machen wir die Main Quest. Hätte ich es mal behauptet. Endlich! Diese Ablenkung. Da bist du ja. Ich schmecke deine Präsenz. Sie ist irgendwie salzig. Aha. Mit einem Hauch Moschus. Komm zu mir. Wir haben zu tun. Ich hoffe, ich treffe irgendwann mal einen Meermann. Wo ist er denn? Ah, da drüben. Kann ich mich dahin teleportieren, wo der ist? Nope. Also laufen wir ein Stückchen. Oh, nicht ins Wasser rein, weil da stirbt man. Schaffe ich es, da rüber zu springen? Was glaubt ihr? Schaffe ich es? Ich probier's. Let's go, Geronimo! Yeah, boy! Huh. So, da wartet er auf uns. Hallöchen. Sieht's gruselig aus da drinne. Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also wirst du mir helfen, einen neuen zu finden. Hör zu. In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Sie versuchen ständig, Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Okay, dann machen wir es. Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Ja. Ich kann mich eigentlich hier durchzwängen. Ich nehme an, du wusstest, dass das passiert? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hören fast verbrannt worden. Ich kann das Ding öffnen, aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also, durch dich. Aber dafür bist du ein wenig zu rein. Ich könnte dich nicht übernehmen, selbst wenn ich das wollte, was ich nicht will. Gute Menschen sind eklig. Also muss deine Seele beschmutzt werden. Ich will aber gar nicht. Tu was übernommen werden. Böses. Du könntest die Bewohner der Stadt um ihr Geld betrügen.
Das wird lustig. Aha, okay. Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun, wie, uns vordrängeln? Zygaxis denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen, wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Komm schon, Fred. Hab mal Spaß. Ihr wolltet doch die Ich kann leider nicht an die Tür kommen, weil ich menschliche Kontakte verabscheue. Hey, okay. Ich verstehe schon. Aber würdest du für den guten Zweck spenden? Oh, das ist ja kaum auszuhalten. Mir juckt bereits der Schädel nur von unserem Gespräch. What? Was geht da mehr? Lass mich in Ruhe, wenn ich dir Geld gebe? Ja, kann ich machen. Bitte. Und jetzt geh und sprich nicht mehr mit mir. Was ist das? Mondkugel. Auf zum Mond? Was war das denn? Wir haben eine Mondkugel bekommen. Wir haben 61 davon. Ich habe noch keine Ahnung, was er damit anstellen kann. Irgendwo da draußen gibt es Beute. Was willst du? Beeilung! Ich bin ein äußerst wichtiger und beschäftigter Mann mit eigenem Namen und Hintergrundgeschichte. Ah. Ich sammle Spenden für Wohnraum des Wahnsinns. Sie bauen bezahlbare, nicht-euklidische Häuser für alte Götter, die wieder auf die Beine kommen wollen. Hm. Na gut. Zum Glück bin ich sehr reich und mein Herz ist groß und voller Liebe. Ah, ist das Bitte so. Sehr. Dankeschön. Money. Gib. So, Fulllauf sind wir auch wieder. Ha. Ich bin nur hier, um Spenden zu sammeln. Spenden? Spenden? Ich hasse wohltätige Zwecke. Alles Betrug. Oh. Ich werde dir zeigen, was ich mit betrügerischen Spendensammlern mache. Oh oh. Was machst du? Gut gemacht, gut gemacht. Weiter so. Als nächstes musst du mein dämonisches Symbol in der Stadt verbreiten, um meine Macht zu erhöhen. Und sämtliche Gegenwehr ausschalten. Oder, lass mich ausreden. Wir könnten doch jemandem einen Streich spielen. Wie wäre das? Willst. Hey, Tina ist genervt davon, ey. Spiel einen Streich. Okay, wo können wir einen Streich spielen? Das geht, glaube ich, bestimmt schneller. Lass mal sehen. Also, ich glaube, Streich wird das hier bestimmt sein, oder? Gebäude verschandeln? Nein. Spiel einen Streich. Das in der Mitte. Oh. Komm ich wieder nicht rüber? Hallo? Stadtbewohner? Die Musik, ey. Wechsel zu Zottelplatz. Oh, wir könnten auch mal gucken, ob wir vielleicht neue Outfits haben oder so. Soll ich mal kurz gucken. Gesichtszüge. Wir haben verschiedene neue Hautfarben bekommen. Hm, interessant. Okay. Wir haben neue Gesichtsdekoration bekommen für Eyeliner. Ah, okay. Und wir haben neue Rüstungsdekoration bekommen. Rüstungsmuster. Boah, das sieht ja echt nicht so schön aus. Neue Farben gekriegt. Sieht irgendwie cool aus. Ja, sind das die gleichen Farben, glaube ich. So, okay. Oh ja, spielen wir erstmal einen Streich. Ist das hier Streich spielen? Ja, Furzkissen. Let's go. Oh mein Gott, ey. Ferdinand, super! So heißt der Arme jetzt! Oh. Der Arme. Ich hasse euch! Ferdinand! Was niemand wusste, Ferdinand hatte ein Reit
Nichts, Damund. War schon immer sehr unsicher, was unbewusstes Furzen anging. Da ihm bewusst war, dass er der Schande seines neuen Spitznamens nie entkommen würde, packte er seine Sachen und verließ Baku für immer, um ein neues Leben zu beginnen. Er wurde vermutlich von Kobolden gefressen. Oder sowas. Mist. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Zum Abschluss musst du für mich diese nervigen Liebenden finden, die sich immer neue lächerliche Kosenamen geben. Also Leute, merkt euch, eure Taten und Streiche haben alle Konsequenzen. Macht nur gute Sachen, denn man weiß ja nicht, vielleicht werdet ihr irgendwann einen Ferdinand begegnen, dem er was Böses getan hat und er wird von Kobolden aufgefressen werden durch eure und Taten. Abmurksen! Okay, what? Das ist eine Idee. Aber könnten wir nicht stattdessen ein Betreten des Rasens Verbotenschild ignorieren? Ja? Ja? Echt jetzt? Mir egal, Mann. Töte nervige Verliebte. Bleibt nicht vom Rasen. What the hell? Oh, Matt hat auch so ein Game gespielt. Ein schönes Lied und deine Finger tun jetzt davon voll weh. Damn, hast du es wenigstens geschafft? So. Was machen wir? Töte nervige Verliebte oder bleibt nicht vom Rasen? Das hier ist das mit dem Rasen. Komm, wir machen das mal mit dem Rasen. Komm ich doch rüber, ohne zu sterben? Oh, ja, ja, ja. War das knapp. So. Gehen wir mal auf den Rasen. Hey, das Betreten des Rasens ist verboten. Wer sagt das denn? Verpiss dich! Ach du? Oh, na gut. Ich wollte doch nur, dass eine Person meine Autorität anerkennt. Aber ich kann nicht mal ein Stück Rasen beschützen. Das ist der falsche Job für mich. Och, das ist der falsche Job für mich. Ich schätze, du hast prinzipiell etwas Böses getan. Selbst wenn es nicht so böse war. Aber es zählt trotzdem. Irgendwie. Aber der Wachmann hat sein Leben überdacht und die Stadtwache verlassen. Schließlich starb er bei einem tödlichen Unfall mit Schwertern. Aha. Weil er... Jongleur geworden war, mit Schwertern. Ah ja. Oh Mann, ey. Seht ihr? Alles hat Konsequenzen. Ah, ich muss mal kurz was nachschauen. Lady Mimosa kommt in die Stadt. Warte, bis sie sieht, wen der Herzog heiratet. Ich höre ständig die Hufe der Königin hinter mir. Mit großen, warmen Augen, die jedem Apfelkarren hinterher starren. So. Okay. Sprich mit Zygaxis. Machen wir. Ah, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Perfekt. Hallöchen. Dann mal los. Öffne deine Herzseele der Finsternis. Diktar. Ma Nagitomia. Die Sparte Garginos. Ja, genau. Genau das, was du sagst. Hä? Oh. Ist er jetzt in uns? Dieses Gefühl mag ich echt nicht. Ah, reiß dich zusammen. Okay. Wehre dich dem Tor. Daneben hier. Ein fester Schlag sollte genügen. Mhm. Let's go. Bam. Na los. Sieh's mir an. Oh, hi. Diese unausstehlichen mächtigen Magier müssen eine Art Geheimgang errichten haben. Nur Idioten finden Geheimgänge cool. Was? Ich mag Geheimgänge. Du kannst über sie denken, was du willst, aber sie zu öffnen macht immer Spaß. Yes. Oh, mein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass du auch ein Idiot bist. Geheimgänge haben gerne mal geheime Schalter. Es muss einer in der Nähe versteckt sein. Ist das ein Geheimgang? Steht aber hier irgendwo. Geheimer Schalter. Aha. Nice.
Verdächtig. So. Oh, da ist ein Würfel. Kommen wir da hoch. Ich weiß, dass man da hochkommt. Gardin! Das ist mal ein Glückswürfel. Yeah, gib, gib. So, was gibt's hier noch Schönes? Noch mehr Kisten. So, hier hätten wir hochgehen müssen dafür. Ja. Sind halt einen anderen Weg gegangen. Macht ja nichts. Verdammt! Akolytin Mabel! Deine Aussprache ist schrecklich! Wie sollen wir einen richtigen Dämon besiegen, wenn du es Yogaxiton aussprichst? Wenn hier ganz klar Yogaxiton geschrieben steht! Die tiefe Finsternis ohne jegliches Licht gewährt ihre Macht bestimmt keinem, der die Sprache der Knochen und Klauen falsch ausspricht. Jetzt müssen wir von vorne beginnen. Wieso gibst du immer mir die Schuld? Sag mir, hohe Priesterin Leara, wie viele... Sofort aufhören! Hallo, it's me. Wer wagt es, unsere finsteren Machenschaften zu stören? Ich bin's. Also, ich mach schon. T-Bag. Ich bin der Schreckensgott Zygaxis. Gib meinem körperlichen Gefäß hier das schattengeborene Grimoire. Oder ich werde die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen, um eure unwürdigen Körper auszuweihen. Fordert mich nicht heraus! Okay. Wo seid ihr hin? Nein, das werde ich nicht tun. Zum einen glaube ich dir nicht. Zum anderen, hat hier schon mal jemand von Zygaxis gehört? Ich schon. Ja, ich auch. Aha. Zu den Waffen, Akolyten! Okay, tschüss. Ihr habt euer Schicksal besiegt. Yes, jetzt geht's los. Und dead. Schön. Wow. Hartnäckig, diese Leute hier. Da oben ist doch einer da, oder? Ah, das sind da. Da. Haben wir alle? Ne, da ist noch einer. Oh, König der Untoten. Ja, das ist auch schnell down. Die hohe Priesterin hat das Grimoire fallen gelassen! Rouge per Quade. Ich halte diese Anpassung im Schnellwerkssystem bei, wenn der Inhalt des Inventars benutzt wird. Nehmen wir mit. So, was hat er hier? Schattengeborenes Grimoire. Ein Foliant voller solcher Schrecken, das eine bloße Berührung Albträume verursacht. Berühren! Ja! Nun, sprich meinen wahren Namen aus dem Buch! Steht auf Seite 667. 667? So nah an der besten Seite. Oh. Ich benenne dich Xar Fulgrok. Das bin ich, Baby! Ah. Okay. Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt. Sehen wir uns diese traurigen Bastarde in den Käfigen an, um einen passenden Wirtskörper für mein unheiliges Selbst zu finden. Wenig könnten wir nehmen. Da ist auch einer drin. Der sieht muskulös aus. Wenn nichts, sah so ein bisschen durchschnittlich aus. Und wir könnten die hier. Beim prächtigen Hintern der Königin. Sollen wir? Ich dachte, sie würden mich opfern. Bist du hier, um mich zu befreien? Vielleicht. Aber zuerst sprich mir nach. Xar Fulgrok, Nestat, Interi, Domonoka. Okay, sicher. Xar Fulgrok, Nestat, Interedum, Monoka. Perfektion! Jetzt muss ich nur... Moment. Dieses Weib ist schon besessen. Jixaden, bist du das? Zygaxis, ich dachte schon, deinen typischen Aas- und Rosenduft gemacht zu haben. Oh Mann!
Mann, tut mir leid. Hätte fast versucht, deinen Wirtskörper zu übernehmen. Wir sollten uns endlich mal wieder in Ruhe unterhalten. Ja, treffen wir uns beim nächsten Erdmond im düsteren Schlummer der Geister. Klingt gut. Okay, dann haben die wohl ein Rendezvous. Wie sieht's mit ihm aus? Hey, willst du mich befreien oder was? Kommt drauf an. Sprich mir nach. Exapulgrop nestat interidum monoka. Sicher. Exapulgrop nestat... Moment mal. Willst du von mir Besitz ergreifen oder sowas? Du hast uns durchschaut. Genau genommen klingt das spannend. Ich bin dabei. Xafulgrok nestat interidum monokar. Also, Araxin, bist du bereit, meine Essenz in dich aufzunehmen? Absolut, Kumpel. Komm rein. Ne, nice. Wunderbar. Automatisch speichern, aha. Let's go. Was geht jetzt ab? Als dein demütiger Diener kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden. Ooh, damn. Brava, Junge. Leb wohl. Wir sehen uns bestimmt wieder. Irgendwann als Endboss bestimmt. Oder vielleicht gibt's ein DLC darüber. Ich habe gemischte Gefühle cool angesichts meiner jüngsten Taten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Innere Dämonen-Quest abgeschlossen. Verzauberte Beute ist besonders mächtig und kann verschiedene magische Effekte und Attribute mit sich bringen. Du wirst aber das bald bei fallen gelassenen Waffen und Ausrüstung bemerken. Verzauberung freigeschaltet. Ach, weil wir für Level 15 geworden sind, glaube ich mal. Krass. So, wie sieht die Waffe aus? Ist relativ wenig Schaden, macht dafür aber Feuer, Reiß und Zerfetze. Wechselt zwischen Vollarmmatik und Nullschusssalbe. Nullschusssalbe? Was ist denn eine Nullschusssalbe? Das ist für den Nahkampf eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Cool. Skills. Kann ich dann 4 Stück machen? Yes! Oh mein Gott, das ist geil. Okay, hier, weniger Zauberablinkzeit. Dann würde ich aber an der Stelle sagen, werden wir mal kurz die Aufnahme beenden. Das war eine geile Quest. Abo gerne da lassen, falls euch das gefallen hat. Die Glocke aktivieren und auch bei Twitch vorbeischauen, wenn ihr das Ganze live sehen wollt. Kein Bad 2 sich dauert. Also dann, bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.